als wir vor 3 Monaten uns getroffen haben in Hannover und darüber letztendlich beraten haben, nehmen wir dieses Projekt Menschenkette in die Hand. Da habe ich eher zu den Zweiflern gehört. Ihr habt auch die Bedenken von einigen geteilt. Wir haben es dann doch so entschieden. Und wir hatten die großen Bedenken. Schaffen wir erstens ein so großes Bündnis, das in die verschiedensten gesellschaftlichen Milieus rein mobilisiert. Und ich bin begeistert, was da entstanden ist. Da ist ein Bündnis entstanden in der Größe, wie wir es in den letzten 30 Jahren so nicht hatten. Habt tausend Dank, das ist eure Kette, das ist eure Aktion. Und ich glaube genau, auf diesem Bündnis können wir aufbauen. Wenn dieses Bündnis weiterwirkt, wenn das der Anfang einer Kettenreaktion war und die sich weiter verbreitet durch dieses Land, dann ist da noch viel möglich. Dann können wir es gemeinsam wippen. Die Menschen, die wollen, dass auf Sonne, auf Wind, auf Wasser gesetzt wird und nicht auf eine hochgefährliche Dinosauriertechnologie. There's no tools you need to use. All you need, dig deep in you. Ain't no rules in writing tools. Ain't no rules, ain't no rules in writing tools. Ain't no rules, ain't no rules in writing tools. You can write about anything you damn want, please. You can write about everything you see. You can write about your day to day, your do. Even if it's boring as hell too. Cause ain't no rules, ain't no rules to write into. Ain't no rules, ain't no rules in writing to. Die Polizei sagt, 120.000 entlang dieser Strecke, 20.000 in Briefnis und 6.000 in Ahaus. Da, liebe Freundinnen und Freunde, haben wir eine Kettenreaktion gestartet. Die kriegen die in Berlin und in den Konzernzentralen so schnell nicht gestoppt. Wer Angst hat vor der schmutzigen Bombe, der darf doch nicht hingehen und das Material für die schmutzige Bombe auch noch vergrößern. Laufzeitverlängerung von 28 Jahren, wie es die CDU in Baden-Württemberg, der Herr Mappus, wie es die CSU, Herr Seehofer in Bayern, das sind sozusagen die Mixers der Energiepolitik, fordern. Solche Laufzeitverlängerung, das hieße 9000 Tonnen nuklearen Müll, von dem niemand weiß, wo er hinkommt. Und das wissen alle, dass niemand weiß, was mit diesem Müll geschehen soll. Und damit man das nicht so deutlich merkt, hat sich der Herr Röttgen, manche halten ihn ja für einen verkappten Atomkraftgegner. Ich wäre da vorsichtig. Ja, ist er ordentlich. Sehr vorsichtig. Ja, ist er ja auch. Vielleicht ist Herr Röttgen nur nicht so dumm wie der Herr Mappus und der Seehofer, die einfach offen sagen, wohin die Reise gehen soll. Vielleicht ist Herr Röttgen der gefährlichere Gegner, der uns sagt, na ja, so 8 Jahre dürfen es doch mal sein. Und wenn die 8 Jahre um sind, wir haben die nächsten 8 Jahre. Und wenn man das dann 4-mal gemacht hat, ist man auch auf 32 Jahre. Ich finde so blöd, dass man uns die Wahrheit scheibchenweise verkaufen muss. So blöd darf auch Herr Röttgen uns nicht halten. Aber damit man das nicht merkt, dass sie nicht wissen, wohin mit dem Müll, den sie jetzt noch vermehren sollen, wollen sie etwas starten, was wir zu Recht beendet haben. Das nennt sich die Erkundung von Gorleben. Ich weiß, dass hier viele sind und auch viele Grüne.
in der Auffassung, das sollte schneller gehen mit dem Atomausstieg. Aber all denen sage ich, schaut mal wenigstens kurz rein in den Atomkonsens. Da steht in der so gerne zitierten Anlage 4 der schöne Satz: Weitere Erkundungen versprechen keine Erkenntnisse über Gorleben. Unterschrieben von den Vorstandsvorsitzenden von E.ON, RWE, ENBW und Vattenfall. Anders gesagt, nach Auffassung der deutschen Atomkraftwerksbetreiber gibt es nichts zu erkunden im Salzstock-Gorleben. Es wäre auch der größte Witz. Es ist der am besten erkundete Salzstock der Welt. Immerhin 1,5 Milliarden sind in die Erkundung dieses Salzstocks geflossen. Nein, es geht um etwas anderes in Gorleben. In Gorleben soll ohne eine atomrechtliche Genehmigung das Atommüllendlager einfach zu Ende gebaut werden. Es sollen Fakten geschaffen werden an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei. Und da sagen wir in aller Deutlichkeit, das lassen wir mit uns nicht machen. Wir wissen, dass dieser Standort aus politischen Opportunitätsgründen ausgewählt worden ist. Er ist nicht sicher, er war nie sicher und deswegen darf es das Endlager in Gorleben nicht geben. Ein Land, was keine Energievorräte hat, außer seinen erneuerbaren Energien. Deutschland ist ein Stromexportland. Letztes Jahr haben wir die Jahreskapazität von 6 Großkraftwerken, von 6 Atomkraftwerken exportiert. Diese 6 Atomkraftwerke könnten wir sofort schließen, ohne ein einziges Problem mit unserer Versorgungssicherheit zu haben. Liebe Freundinnen und Freunde, und dann erzählen Sie uns, das sei nur eine Brückentechnologie. Und ich sage euch, das ist eine Lüge, denn der Strom, der heute zu viel im Netz ist, jener Atom- und Kohlestrom, der bremst heute schon die erneuerbaren Energien aus. Weil wir zu viel Kohle und Atomstrom im Netz haben, müssen hier in Schleswig-Holstein, müssen in Niedersachsen regelmäßig Windparks abgeschaltet werden. Wir schalten heimische CO2-freie Energie ab, damit klimaschädliches CO2 aus Kohlekraftwerken und Atommüll produziert werden kann. Das ist pervers und gegen diese Perversion demonstrieren wir heute. Wenn ich mich hier umgucke und weiß, was für Wahnsinnszahlen wir heute erreicht haben, dann kann ich nur hoffen, dass dies ein klares Signal ist an die Wähler in Nordrhein-Westfalen, ihr Kreuz so zu machen, dass in Zukunft der Weiterbetrieb dieser Atomkraftwerke sehr, sehr stark erschwert wird. Bei der Bundesregierung habe ich immer wenig Hoffnung auf Einsicht in bessere Vorsätze. Dankeschön.